Was geht und herzlich willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal. Erstmal möchte ich vielen Dank sagen für die Abstimmung, die ich auf Instagram gemacht habe über die Zukunft meines Kanals, weil ich ja aktuell ein bisschen lost bin, ob ich eher Sneaker, Streetwear oder ein bisschen Kamerazeug machen will. Die Antworten waren ziemlich gemischt. Es war jetzt weder nur Sneaker noch nur Kameras. Und ich habe mich jetzt darauf geeinigt mit mir selbst, dass jetzt jede Woche abwechselnd ein Kameravideo kommen wird und in der anderen Woche ein Sneaker-Streetwear-Video. Insofern ist es heute das Kameravideo und ich möchte mit euch über ein Problem reden, was ich denke mal ziemlich viele von euch kennen. Und zwar, ihr lauft über einen Flohmarkt oder ihr findet im Keller eurer Eltern oder Großeltern Kameras, und zwar analoge Kameras. Ihr habt aber keine Ahnung, wie das ganze Thema funktioniert. Also um all diese Fragen möglichst einfach zu erklären, weil ich habe oft das Problem, oder ich lese es auch oft in Kommentaren von Leuten, die sich mit Kameras schon auskennen, die versuchen etwas zu erklären, vergessen sie oft die Basic-Schritte, die jemand, der komplett am Anfang steht, ja irgendwie braucht, um das ganze Thema zu verstehen. Weil die Person, die es schon sehr gut kann, setzt halt gewisse Dinge voraus, die man am Anfang aber noch nicht weiß. Genau aus diesem Grund dachte ich mir, ich mache das Video einfach zusammen mit meinem Cousin. Und zwar hat er nämlich die alte Kamera von seinem Opa gefunden und hatte keine Ahnung von dem Thema. Und ich habe euch einfach mal mitgenommen mit dem iPhone 11 Pro Weitwinkel aus der POV-Sicht, wie ich ihm die komplette Kamera erkläre, wie er den Film einlegt, wie er ihn wieder rauskriegt, wie er die Blende einstellt, woher er weiß, dass das Bild gut belichtet ist. Also ich habe im Prinzip all die Sachen jemandem erklärt, der selbst noch vorher nicht wusste, wie das funktioniert. Und ich glaube, das ist einfach sehr cool, weil ich euch dann auch die kompletten Basics mitgebe, die vielleicht andere in einem Video, die sich schon sehr gut auskennen mit dem Thema, gar nicht reinbringen. Insofern wundert euch jetzt nicht, dass jetzt gleich eine iPhone-Aufnahme kommt, deswegen ist heute auch das Format so gehalten. Falls ihr aber noch irgendwelche anderen Fragen haben solltet, dann schreibt die jederzeit gerne in die Kommentare. Und ansonsten kommt jetzt erstmal der iPhone-Clip. So, also vielleicht mal ganz grob, wir haben hier eine Minolta X300. Ich habe eine andere analoge Cam, ich kann die euch auch gerade mal zeigen. Und zwar habe ich eine Canon AE1. Ihr seht, mein Batteriefach ist kaputt und das ist tatsächlich auch schon das Problem, weil ich habe keine Batterie mit, weshalb ich die heute nicht verwenden kann. Aber was die beiden Kameras gemeinsam haben und was in meinen Augen erstmal so das Wichtigste ist, worauf ihr schauen sollte, wenn ihr euch was kauft, dass die einen Belichtungsmesser im Super haben. Bedeutet, das wird wahrscheinlich jetzt noch nicht funktionieren, aber wenn ihr hier nachher durchschaut, wenn wir hier oben durchgucken, dann seht ihr da rechts so ein Ding mit so Zahlen. Und wenn jetzt eine Batterie drin wäre und ich auf den Knopf drücke, würde er mir zeigen, welche Belichtung er braucht, dass das Bild gut ausgeleuchtet ist. Das heißt, wenn ihr das nicht habt, sind eure Bilder halt zu 99% falsch belichtet. Oder ihr müsst jedes Mal mit einer App checken vorher, wie die Belichtung ist, was mega anstrengend ist. Deswegen würde ich sagen, das Einzige, worauf ihr erstmal achten solltet bei einer analogen Cam, ist, dass die ein Belichtungsmesser drin hat. Außer ihr kauft eine Point-and-Shoot, dann ist eh alles egal. Aber das sind ja jetzt schon ein bisschen bessere Kameras, sage ich mal. Preislich, glaube ich, liegen die beide so zwischen 70 bis 100 Euro gebraucht mit Objektiv, je nach Condition und Angebot. Aber so ungefähr ein Huni würde ich vielleicht hinlegen für eine gute analoge Cam. Wir müssen natürlich jetzt logischerweise erstmal das Objektiv drauf machen. Vielleicht machst du das einfach live. Man sieht ja nur deine Fingers. Ist schon Objektiv drauf gemacht. Ja, du musst die Kappe hinten abnehmen. Die. Und dann hast du da so einen roten Punkt. Und der muss an den, genau. Dann nach da. Ja, bis es klickt. Jetzt aber ganz grob zu den Grundeinstellungen. Du hast bei einer analogen Kamera ISO, sagt dir das was? Wahrscheinlich, ja? Also umso höher der ISO-Wert, umso heller ist das Bild. Das heißt, benutzt man gerade, wenn es dunkler wird. Aber bei einem sehr, sehr, sehr hohen ISO wird das Bild irgendwann so rauschig, dass es so Körner kriegt. Will man eigentlich nicht. Das haben analoge Cams jetzt noch nicht, weil die sind ja analog. Die haben einen Aster-Wert, der steht jetzt hier, der steht jetzt auf 100 und den musst du dem Film anpassen. Das heißt, wenn du auf deinen Film guckst, steht hier ein Wert, 200. Das ist der Aster-Wert. Den musst du sozusagen einstellen. Die meisten Standardfilme sind bei 200, es gibt aber auch 400er, 800er, theoretisch gibt es alles. Und du musst es halt vorher einstellen, weil sonst belichtet der Belichtungsmesser nicht richtig. Also der muss sozusagen eine Rückkopplung haben, was ist gerade hier eigentlich drin. Der Film ist schon benutzt. Also ihr braucht einen Film, wo noch hier der Film so ein Stück raussteht, sonst könnt ihr ihn schlecht einlegen. Genau, also der Aster-Wert, den stellt man hier ein. Ich weiß nicht, wie das bei der Kamera jetzt genau funktioniert. Bei meiner AE1 zum Beispiel steht der Aster-Wert da so. Man sieht den so halb unter dem Auslöser noch. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal auf 200 stellen. Müssen wir mal gucken, wie das geht. Du kannst ja mal probieren. Vielleicht musst du den kleinen Knopf drücken. Ja, genau, 200. So, ich habe tatsächlich den gleichen Film, aber man sieht einen Unterschied. Hier hängt das Ding raus. Das braucht ihr auch, um den einzulegen. Genau, aber erstmal noch zu den Grundeinstellungen. Also wir haben den Aster-Wert, den ihr mit euren Film abgleichen müsst, weil sonst belichtet, also zeigt ihr euch halt falsche Werte an und die Bilder sind falsch belichtet.
Dann gibt es mehr oder weniger zwei weitere Grundeinstellungen. Das ist einmal die Blende, die stellt zum Objektiv ein. Das ist hier vorne dieser hintere Drehbereich hier. Das Objektiv hat eine 1,7er Blende als offenblendigstes und eine 22er als geschlossenstes. Keine Ahnung, wie man das nennt. Grundsätzlich funktioniert es so, wenn du eine niedrige Blende hast, also eine kleine Zahl, ist der Hintergrund unschärfer, sage ich mal. Man sieht das auch, wenn man hier vorne dreht. Oh, man sieht hier jetzt nicht. Nimm das mal nochmal ab bei dir. Ja, siehst du? Genau, das heißt schon, wenn du es auf einer kleinen Blende hast, dann ist es sehr offenblendig. Also wenn wir es jetzt auf 1,7 stellen, ist es komplett auf. Bedeutet, der Hintergrund ist sehr unscharf und logischerweise kommt mehr Licht rein, weshalb das Bild heller ist. Wenn du eine sehr hohe Blende willst, also sage ich mal, dass alles scharf ist bei Landschaft, dann ist das nachts schwerer, weil das Bild automatisch schon dunkler ist. Du müsstest dann mit anderen Werten gegensteuern. Zum Beispiel dem Aster hier jetzt, also einem speziellen Film für Nacht oder mit der Belichtungszeit. Genau, aber da sieht man es ganz gut, wenn wir auf 22er gehen, dann wird es mega klein. So, genau, also wir haben einmal den Asterwert jetzt erklärt, wir haben die Blende erklärt und dann gibt es noch ein drittes Kriterium an der Kamera selbst und das ist die Verschlusszeit. Bei meiner AE1 stellt man die hier zum Beispiel einfach ein. Bei der Kamera stellt man die, glaube ich, hier ein, genau, an dem kleinen Rad. Das steht immer für eine Sekunde, also ein 250stel, ein 500stel. Also es wird sozusagen immer kürzer, wie es aufgeht. Das heißt zum Beispiel, wenn du eine Bewegung, ein Sportler, brauchst du eine relativ kurze Verschlusszeit, weil du willst ihn ja nicht verschwommen haben, sondern genau eingefangen. Du kannst aber auch wieder sagen, macht ja eigentlich auch Sinn, umso kürzer die aufgeht, umso dunkler ist das Bild. Das heißt, das ist auch was, wo du dann gegensteuerst. Also wenn du sagst, ich will zum Beispiel eine sehr hohe Blende, dass bei einer Landschaft alles scharf ist, haben wir gelernt, dann ist die Blende sehr weit zu, es ist eher dunkel, das heißt, du müsstest eine sehr lange Verschlusszeit nehmen, damit mehr Licht auf den Film fällt, dass er belichtet ist. So als Grundlogik. Also das sind die drei Sachen. Aster stellst du eh ein, dann bist du mehr oder weniger raus, aber klar kannst du vorher sagen, wenn ich nachts fotografieren will, dann brauche ich vielleicht einen hohen ISO-Film, hohen Asterwert, nicht 200, sondern 800 oder sogar mehr. Genau, Film legt man eigentlich immer ein, indem man da zieht. Genau, dann geht die Klappe schon auf. Ich mache das jetzt bei meiner nicht, aber theoretisch geht das genau gleich. Weil bei mir ist ein Film drin. Wenn ihr das jetzt aufmacht, wenn ein Film drin ist, ist der ganze Film im Arsch, weil der belichtet wird. Deswegen einmal Film rein und dann, genau. Also jetzt nimmst du den Film. Du hast immer sozusagen einmal die Filmseite und einmal die Rollenseite. Das ist eigentlich selbsterklärend, die Seite muss hier rein. Kannst du auch schon reinmachen. Manchmal musst du hier nochmal hochziehen. Aber fällt schon rein. Und jetzt nimmst du den Film, ziehst ihn ein Stück raus, kannst sonst hier eigentlich auch schon das runter machen. Genau. Ziehst du hier, dann hier die Rolle, da muss es nur in den Löchern drin sein. Also, und in der zweiten Rolle musst du es einhaken. Bedeutet, du musst den sozusagen so da reinschieben. Genau. Und gleichzeitig dann aber auch, dass es auf dem anderen Rad. Genau. Und jetzt musst du im Prinzip, das müsst ihr jetzt eigentlich halten, wenn du loslässt. Lass mal los. Und jetzt ziehst du auf, probeweise, um zu gucken, ob er aufzieht. Ja, jetzt musst du auslösen, dass er weiterzieht. Zieh nochmal auf. So, jetzt kannst du halt sicher sein, der Film ist zieht. Gut. Dann kannst du jetzt zumachen, zuklicken und jetzt bist du eigentlich good to go. Jetzt musst du im Normalfall, man sieht hier oben immer, wie viele Bilder man noch hat. Steht bei dir jetzt da. Bei meiner zum Beispiel ist jetzt schon, ich habe schon 8 Bilder gemacht. Also das wird sich verändern. Das heißt, du musst jetzt ein paar Mal aufziehen und fotografieren, bis es überhaupt hier bei 1 ist. Das ist das, was ich meinte. Du hast immer ein bisschen, um reinzuziehen, bis der Film losgeht. Das heißt, du musst jetzt hier ein paar Mal, du müsstest auch sehen, daran, jetzt geht es dann los. Du siehst auch, ob der Film drin ist, wenn das mitzieht. Im Umkehrschluss auch später, wenn du den Film wieder rausnimmst, dann musst du hier das so hochklappen, hier unten einen Knopf drücken, den kleinen da. Bei meiner ist es genau gleich. Da muss ich auch hier aufklappen. Dann muss ich diesen kleinen Knopf drücken. Und dann drehst du den Film zurück. Du merkst halt nur, in eine Richtung geht's. Und dann müsste sich hier auch die Zahl zurückdrehen. Wenn sie das nicht tut, ist irgendwas schiefgegangen und dann ist Kacke. Wenn er jetzt nochmal spaßeshalber, haben wir jetzt die Batterie angemacht. Wir haben den Aster eingestellt. Das heißt, jetzt funktioniert auch der Belichtungsmesser. Wenn wir jetzt hier durchgucken, siehst du da rechts, es blinkt schon. Also wir haben ja gerade einen 500stel eingestellt. Wenn wir hier durchgucken, blinkt das 500stel, das ist die obere Zahl. Und es ist ein Strich bei einem 125stel. Ich gehe davon aus, ich will dir jetzt sagen, du müsstest einen 125stel einstellen, damit es gut belichtet ist. Und das ist halt eigentlich der Witz. Also dann gehst du hier auf ein 125stel. Aber wenn du jetzt im Prinzip ein Bild machst, dann wäre es gut ausgeleuchtet. Und der passt sich halt auch an. Also wenn du hier vorne jetzt sagst, ja, ich will eine 8er-Blende, so eine Standardblende für Landschaft zum Beispiel. Und dann hier durchguckst, dann würde er dir sagen, oh, du bräuchtest ein 1/6. Das kriegst du dann schon nicht mehr aus der Hand. Da bräuchst du dann schon ein Stativ oder halt einen höheren Asterfilm, je nachdem, womit du gegensteuerst.
Aber das ist eigentlich, wie das alles funktioniert. Was ich gerade noch vergessen habe zu sagen, und genießt die schöne Musik im Hintergrund. Wir müssen natürlich noch fokussieren bei den Kameras hier, die nicht Point-and-Shoot sind. Habt ihr neben dem Blendenring hier vorne auch noch einen Fokusring. Das heißt, ihr müsst den Fokus einstellen. Das funktioniert am einfachsten anfangs, wenn ihr euch gerade Form nehmt, jetzt zum Beispiel diese Stange. Und dann schaut ihr hier durch und dann sieht man in der Mitte so ein Prisma. Da sieht man, dass die Stange jetzt so leicht verschoben ist. So, ich habe das gerade mal gemacht. Wenn wir jetzt durchgucken, ist in der Mitte dieses Prisma. Man sieht das gerade nicht so gut. Hier sieht man es, da ist so ein Kreis. Und in diesem Kreis ist jetzt die Stange da nicht gebrochen. Das heißt, die Stange wäre im Fokus. Ich habe jetzt nochmal den Fokus total falsch verdreht, damit ihr das andere Extrembeispiel seht. Ihr seht schon, das Bild ist unscharf, aber wenn ich jetzt im Prisma auf die Stange gucke, dann ist da so ein Knick. Und das bedeutet, die ist nicht im Fokus. Das heißt, so setzt ihr dann den Fokus an der analogen Cam. Ich hoffe, euch hat dieses Video über analoge Kameras gefallen. Wenn ihr wollt, dass ich nochmal ein Video mache, was spezieller auf Kameratypen eingeht, bedeutet, was für Kameras gibt es jetzt, also normale analoge oder Point-and-Shoot, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare, weil das Video war jetzt eher über die technische Seite. Ansonsten, ich habe gerade wieder längere Haare hier oben, wenn man das sieht. Ich sehe gar nicht. Und ich habe vor, mir die Haare nochmal abzurasieren und die mal bunt zu färben. Insofern werde ich hier oben jetzt mal eine Abstimmung reinpacken über meine zwei Favoriten. Und ihr könnt dann einfach mal abstimmen und dann werde ich demnächst meine Haare mal färben, weil ich habe da einfach mal Bock drauf. Ansonsten, ich hoffe, ihr bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out. Ciao.